Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA zu einem Log-Review und heute habe ich euch was ganz Spannendes mitgebracht und zwar ist es eine Baureihe 146.2 von Märklin und zwar aus einem Startset, das war die Nummer 29478, das war eine Startpackung mit einem Schienenkreis, einem Ausweichgleis, also sogar zwei Weichen mit dabei, Mobile Station, allerdings noch die graue Mobile Station und zwei Doppelstockwagen der DB Regio plus eben eine passende Lokomotive. Das Ganze war ein Set eben aus dem Jahr 2012. Ich habe diese Lokomotive günstig bei eBay erstanden und möchte mit euch heute klären, ist es eine gute Alternative zu vielleicht einer neuen Lokomotive? Ist das was, wo ich als Einsteiger auch tatsächlich was bekomme für mein Geld? Oder sollte ich jetzt eher von solchen Lokomotiven dann die Finger lassen? Das klären wir heute und schauen uns natürlich dabei dieses Modell auch wirklich im Detail an. Gut, da wir keine Verpackung mit dabei hatten, ihr wisst alle, wie solche Märklin-Startpackungen normalerweise aussehen. Es gibt schöne Bilder online davon, das heißt also, wenn ihr das ganze Package kauft oder so, dann vergleicht die Originalproduktbilder auf jeden Fall mit dem, was euch dort geboten wird, denn es gab das Ganze in zwei Varianten hier, und zwar einmal als die 478, das war die Elektro-Variante hier, das heißt also mit Pantographen, und dann als 479, also mit einer Nummer höher. Da war dann nicht die Elektro-Variante der Lokomotive mit dabei, sondern die Diesel-Variante, also die Baureihe 245 bzw. 246 in dem Fall. Gut, also, ich habe es gerade schon gesagt, die Varianten scheinen sich nicht so groß zu unterscheiden. Und wie wir das bei diesen Log-Reviews immer so machen, bevor wir jetzt hier in das Modell reinsteigen, erzähle ich euch ja normalerweise ein bisschen was zur Historie des Modells. Es handelt sich jetzt hier um eine Lokomotive der Epoche 6. Das bedeutet, das Modell bzw. das Original fährt heute noch durch die Gegend. Das ist eine ganz aktuelle Lokomotive. Da kann ich euch nicht viel über die Historie erzählen, denn es gibt eigentlich keine Historie. Aber ich kann euch was über die Entwicklungsgeschichte erzählen, warum diese Lokomotiven überhaupt heute auf unseren Schienen unterwegs sind. Und das werden wir jetzt mal kurz machen. Dafür habe ich, und das ist eigentlich schockierend dafür, dass es sich um ein aktuelles Modell handelt, unglaublich viel Papierkram hier heute mit dabei. Denn, obwohl es eigentlich gar keine echte Historie gibt, gibt es unglaublich viel zu erzählen zu dem Thema. Und grundsätzlich versetzen wir uns jetzt mal zurück. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Über einen entsprechenden Regierungsbeschluss wurde in der Fernsehsendung Aktuelle Kamera informiert. Visa zur ständigen Ausreise, so heißt es, würden unverzüglich erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssten. Auch Privatreisen ins Ausland könnten ohne Vorliegen von Reiseanlässen beantragt werden. In das Jahr 1990-91, was hatten wir damals? Wir hatten eine Bundesbahn, das war noch keine AG, und wir hatten eine Wiedervereinigung in Deutschland. Das heißt, wir hatten eine Reichsbahn, die dann eben auch mit einer Bundesbahn perspektivisch zusammengehen sollte und auch schon sehr, sehr eng natürlich dann zusammenarbeiten musste. Wir haben dann eine Entwicklung gehabt, dass der Schienenverkehr, gerade der Personenverkehr, massiv immer noch im Niedergang war, dass der Autoverkehr das Nonplusultra eigentlich so im Kopf vieler darstellte. Also die Phase, die wir heute haben, wo man sagt, aus Umweltfreundlichkeitsgedanken mehr Bahn fahren. Nein, damals gar nicht. Und in dieser Phase hatte die Deutsche Bahn sehr, sehr lange nicht in neue Lokomotiven investiert. Man hatte in
Triebzüge investiert. Aus zwei Gründen. Einerseits Hochgeschwindigkeitsverkehr. ICE war ein allgemeiner Trend damals. Das heißt also, der ICE wurde entwickelt, genauso wie der TGV auf die Schiene gekommen ist. Hochgeschwindigkeitszüge, die eben auf der Langstrecke im Fernverkehr auch dem Flugzeug Konkurrenz machen konnten und damit eben auch die Bahn aus dem Zeitalter dieser alten rumpeligen Züge in die Zukunft bringen sollte. Das waren also die ICEs, der Fernverkehr. Die kleine Variante davon, die hauptsächlich aus Kostenersparnisgründen eingeführt wurde, waren diese Triebwagen, wovon wir zum Beispiel die dänische Variante, den DSB MR, hier schon mal im Video hatten. Aber da gab es ja auch deutsche Varianten bei der Bundesbahn von die Baureihe 628, die Baureihe 610 und viele, viele andere, die einfach als Diesel- bzw. Elektro-Triebzüge den Regionalverkehr übernehmen konnten. Das gab es alles. Aber in der Fernverkehrstechnik und in der Güterfrachtverkehrstechnik hatte man eine Baureihe 103, absoluter Klassiker, hat wahrscheinlich jeder Modellbahner, der länger dabei ist, irgendwann mal auf der Anlage gehabt oder hat es auf der Anlage, wenn das euer Thema ist. Wohl bekannt, also die Baureihe 103, Baureihe 151 im schweren Güterverkehr, auch so ein absoluter Klassiker. Aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, gibt es immer wieder Menschen und in dem Fall wahrscheinlich irgendwelche Manager, die der Meinung waren, man könnte doch eine Einheitslokomotive machen, die alles kombiniert, also quasi so die eierlegende Wollmilchsau, die sowohl mittleren, schweren Fracht- und Personenverkehr alles in sich vereint und das alles perfekt kann. Und ich glaube, diese Vision hatten immer wieder Leute, seit es die Eisenbahn gibt, und sie ist jedes Mal wieder an den Realitäten der Physik gescheitert und auch natürlich an dem Thema Kosteneffizienz und solchen Sachen. Heißt, es gab auch eben in den 80ern dann mal wieder so die Idee, woraus dann Anfang der 90er halt so ein Projekt entstanden war, einer tollen Einheitslokomotive der Baureihe, ich glaube 120 oder 100, also die 120 gab es ja, die 121 sollte quasi dann so die ultimative eierlegende Wollmilchsau werden für die Bundesbahn. Daraus ist nichts geworden und dann saß man da mit einem veralteten Lokomotivenpark und brauchte Ersatz. Es gab also dann verschiedene Ausschreibungen, die gemacht wurden. Und da sind erstmal ein paar Lokomotiventypen bei rausgekommen, die wir uns hier auch noch nicht angeguckt haben, weil Elektrolokomotiven bisher nicht das Thema hier auf dem Kanal waren. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Da ist zum Beispiel rausgekommen die Baureihe 101. Auch so ein absoluter Klassiker für den Personenfernverkehr, Geschwindigkeit, glaube ich, 220 km/h. Also eine schnelle Elektrolokomotive. Rausgekommen ist aber auch die Baureihe 152 von Siemens und die Baureihe 145, damals ganz am Anfang von der Firma ABB bzw. AEG. Also ABB hat AEG übernommen, zumindest den Schienenverkehr und solche Sachen. Also, wir hatten 152, 145 und 101. Die DB Regio brauchte zu dem Zeitpunkt aus eigener Sicht keine Lokomotiven, denn einerseits hat man ja versucht, möglichst viele Triebwagen einzusetzen und andererseits hat man von der Deutschen Reichsbahn einen ganzen Riesenbestand quasi an Baureihen 143 übernommen, die man dann eben in 243 für die Bundesbahn ja später umbenannt hat. Die sollten eigentlich die DB Regio ziehen. Das ging auch einigermaßen gut, allerdings nicht sehr lange. Sonst, wenn wir jetzt also mal 10 Jahre weiterdenken, wir sind jetzt im Jahr 2000. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für alle Welt unerwartet ist heute der russische Präsident Jelzin zurückgetreten. Sein vorzeitiger Abschied aus dem Kreml platzte mitten hinein in die Millenniumsfeiern. In China und vielen anderen Ländern hießen in den letzten Stunden bereits Millionen Menschen das neue Jahrtausend willkommen. Zur Begrüßung war gigantischer Feuerzaubel am Himmel. Man hat dann einen relativ einfachen Schritt gewagt. Und zwar hatte man die Baureihe 145, das war eben von Bombardier, in dem Fall dann schon. Vorher
allerdings von der AdTrends entwickelt. Und die AdTrends war der Nachfolger der ABB. Da kommen wir gleich mal zum ersten Zettel hier. Man hat aber diese schöne Lokomotive, die man hatte als mittelschwere Frachtlokomotive, hat man sich genommen und gesagt, Mensch, warum machen wir da nicht eine Personenzuglokomotive draus? Das geht ja relativ easy. Da brauchen wir gar nicht viel machen und wir haben sofort eine Lokomotive, die die entsprechende Zugkraft hat und schnell genug fährt die auch. Es gab nämlich diese Baureihe 145 zum damaligen Zeitpunkt, die war zugelassen bis 140 km/h, also konnte 140 km/h fahren und war von den Zugleistungen her absolut okay. Was hat man gemacht? Man hat hier vorne in diese kleinen Seitenfenster dann eine Zugzielanzeige reingebastelt und man hat außerdem der Lokomotive dann eine Wendezugsteuerung mitgegeben, die natürlich eine Frachtlokomotive vorher nicht brauchte. Und schon hatte man eine Lokomotive, die eben auch im Regionalverkehr einsetzbar war. Die hat man dann Baureihe 146 genannt. So, dann hatten wir schon mal diese Baureihe 146. Interessanterweise gehört die aber auch zu dieser Trax-Familie. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen über diese Trax-Familie sprechen. Das ist im Endeffekt eine Lokomotiventwicklung, ähnlich wie jetzt bei Autoherstellern, die auch versuchen, möglichst viele einheitliche Teile zu verwenden oder was wir auch schon öfter hier hatten bei der Deutschen Reichsbahn vor dem Zweiten Weltkrieg, Einheitslokomotiven, vergleichbare Teile und so weiter. Gleiches Prinzip auch hier. Das wurde angefangen, das ganze Projekt Trax von der AEG und hat sich entwickelt eigentlich aus der Baureihe 120 sogar raus noch. Das wurde dann mitgenommen zum quasi nächsten Besitzer und zwar der ABB. Der wiederum hat das mitgenommen zum nächsten Besitzer, der AD Trans oder AD Trans. Die wurde 1996 gegründet. Das war ein Joint Venture der Daimler Chrysler, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Und eben der ABB und ABB und Daimler Chrysler, AD Trans for Transportation. Dieses Unternehmen hatte Bestand bis 2001 und wurde dann übernommen von Bombardier, dem kanadischen Hersteller von eigentlich größtenteils Flugzeugen, aber auch viel Schienenmaterial. Und dieses Unternehmen hat dann diese Lokomotive gebaut. Denn wir waren inzwischen im Jahr 2005, als dann dieser Auftrag im Endeffekt rausging. Interessanterweise konnten diese Lokomotiven aber auch eigentlich im selben Jahr noch ausgeliefert werden, weil es sich eben um ein Einheitsdesign handelt. Und das ist auch eine Sache, die euch vielleicht auffällt, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Wenn ihr Trax sucht, dann bekommt ihr hier so eine Liste an ganz, ganz vielen verschiedenen Baureihen. Also ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber unter diese Trax-Familienbezeichnung und Trax kann man jetzt, je nachdem wie man es interpretiert, als ja, cooles Wort für Traktion oder für ein quasi Ziehen, das ist quasi das lateinische Wort dafür, verwenden. Also im Endeffekt, ja, das ist so ein, denke ich, ganz gut passender Begriff. Die offizielle Abkürzung ist Transnational Railway Applications with Extreme Flexibility. Das hat sich doch das Marketing wunderbar ausgedacht. Also, was heißt das? Wir haben im Endeffekt eine internationale Plattform von extrem großer Flexibilität. Das ist ähnlich schlau wie modularer Querbaukasten. Sagt nichts aus, klingt aber cool. Und diese Riesenmenge an Baureihen, die da rausgekommen ist bei der Bahn am Ende, das ist die 145, hatte ich gesagt, die 146, die 146.1, die 146.2 bzw. 3, die 146.5, die 147, die 185, 185.2, 186, 187, 188, 245, 246, 285, 386, 481, 482, 484. Ich mache jetzt nicht weiter. Also, das ist im Endeffekt Trax nichts weiter als die Bezeichnung für diese Plattform an Lokomotive. Und die eigentliche ernsthafte Bezeichnung findet ihr dann weiter hinten dann immer. Und zwar gibt es Abkürzungen. Erstmal ist der Anwendungszweck, steht ganz vorne. Da gibt es Fracht, F, P, Person, H, Schwerlast. Das sind die drei Buchstaben am Anfang. Das heißt, unsere Personenlokomotive hier
hat ein P vorne. Richtig. Also, es ist eine Trax P. Dann gibt es die Geschwindigkeitsangabe. 140 ist die Variante, die zum Beispiel die Frachtmaschinen im Normalfall haben. Die haben einen sogenannten Taz-Lagerantrieb. Was das ist, ist hier jetzt zu schwer zu erklären, aber es ist ein Antrieb, wo ich im Endeffekt etwas mehr Gewicht als ungefederte Masse im Drehgestell habe, was bei hohen Geschwindigkeiten zu Vibrationen führen kann. Deswegen nur bis 140 zugelassen. Alle schnelleren Züge haben im Regelfall einen sogenannten Hohlwellenantrieb. Und deswegen die Variante 160 hat auch einen Hohlwellenantrieb in diesem Fall wieder. Das heißt also, wir haben den Buchstaben P, 160 für die Geschwindigkeit bei dieser Lokomotive hier. Und dann kommt die Antriebsart, fast das Wichtigste. Da gibt es AC-Wechselstrom, das ist das, was im Regelfall jetzt natürlich der Märklin-Fahrer hier auch hat, aber was auch die Bahn hat. Das heißt also Wechselstrom, es gibt Gleichstrom, DC, MS-Mehrsystem, wenn also die Lokomotive beides kann, und DE-Dieselelektrisch. Dann gibt es noch ME-Multi-Engine, das heißt also, wenn mehrere Dieselmotoren da sind. Und dann gibt es noch am Ende, dahinter stehen einen weiteren Buchstaben vielleicht, wenn man möchte, und zwar zum Beispiel gibt es LM. Wenn das ganz hinten steht, dann hat die Lokomotive noch einen Dieselmotor. Das heißt also, wenn diese Lokomotive jetzt am Ende ihrer Bezeichnung noch ein LM hätte, hätte sie für die Last Mile einen kleinen Dieselmotor verbaut, der genug Energie liefert, dass sie sich auch ohne Oberleitung noch fortbewegen kann. So, heißt, diese Baureihe 146.2 heißt eigentlich Trax P Person, 160 Hohlwellenantrieb, AC, weil Stromsystem, und 2, weil es die Generation 2 ist. Es gibt also auch zusätzlich, um es nochmal leichter zu machen für euch, dann verschiedene Generationen dieser Trax-Lokomotiven. Am Ende muss man sagen, dass der Name, also Transnational Railway Applications with Extreme Flexibility, tatsächlich trifft, wenn man sich einerseits anguckt, welche Menge an Baureihen ich habe, wenn man sich aber auch anguckt, wie viel in Summe davon gebaut wurden. Und zwar wurden in Summe inzwischen über 1700 von diesen Trax-Lokomotiven gebaut. Das ist eine ganz große Anzahl, auch in der heutigen Zeit. Und diese 1700 sind verteilt quasi auf der ganzen Welt. Primär natürlich in Europa, aber eigentlich wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Ganz, ganz viele gibt es aber in Deutschland, das heißt auf dem Gebiet der Deutschen Bahn sind über 700 Trax-Lokomotiven im Einsatz, über diese verschiedenen Baureihen, die ich eben genannt habe. Das heißt, im Endeffekt ist es ein super dankbares Modell, ja auch für einen Modellbahnhersteller, weil der Lokkasten fast identisch ist bei allen Varianten. Also hier habe ich eine Variante 2, das erkennt man so ein bisschen an der Form. Die Variante 1 hat hier eine etwas veränderte Form vorne vorher gehabt. Oder die Variante 2 hat ja die veränderte Form. Ansonsten ist es aber alles gleich. Das heißt, um aus dieser Lokomotive hier eine Diesellokomotive zu machen, als Hersteller einer Modellbahn, muss ich nur hier oben den Dachbereich ändern, weil die Lokomotive natürlich keine Pantographen hat. Wenn ich hier draus eine Frachtlokomotive machen will, denn es gibt ja noch die Baureihen, die als Frachtlokomotiven unterwegs sind, brauche ich nichts weiter machen, als die Bezeichnungen zu verändern. Denn die Antriebstechnik und sowas, das sieht man hier ja alles nicht. Und wenn es über 1700 in ganz, ganz vielen Ländern von dieser Lokomotive gibt, habe ich also unglaublich viele Varianten zur Verfügung. Und deswegen gibt es auch dieses Modell in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten. Konkret die Lokomotive, die wir hier vor uns haben, die zeige ich euch mal kurz mit der Betriebsnummer vorne. Und zwar ist es die 146-240-7. Die gehört zu dem ersten ausgelieferten P160AC2, die an die DB Regio gegangen sind. Die ist also quasi 2005 müsste die mit ausgeliefert worden sein, beziehungsweise 2006, 2007 spätestens zugelassen.
Die ist heute beheimatet in Nürnberg und dort eben im Einsatz vor Regionalzügen. Ganz oft seht ihr diese Baureihe 146.2 eben mit diesen typischen Doppelstockzügen bzw. diesen typischen Doppelstockwagen, mit denen sie eben auch am Anfang in der Startpackung drin war. Wenn wir uns natürlich jetzt mal anschauen, es gibt diese Riesenmenge an Lokomotiven, ist das ja natürlich auch hier die Frage, welche kaufe ich mir davon? Und ich möchte mit euch jetzt mal ein bisschen darauf eingehen, ob dieses Modell hier denn sinnvoll ist und das Richtige ist. Denn natürlich gibt es das von quasi jedem Hersteller in multiplen Ausführungen. Das ist jetzt hier eine Variante eben aus 2012, aus einer Startpackung. Die bekommt ihr deutlich unter 100 Euro bei eBay in einem guten Zustand. Dann meistens allerdings ohne Packung. Das ist so ein bisschen der Nachteil der Startpackungslokomotiven immer. Die habe ich selbst eben auch zu so einem recht günstigen Preis erstanden. Ihr könnt alternativ gucken nach der 37465 und nach der 36835. Das sind auch noch zwei Alternativen, die es gibt. Oder ihr könnt hier auch natürlich nach der 29479 schauen. Dann habt ihr aber hier oben eben nicht die Pantographen, sondern die Diesel-Variante, die noch mal flexibler ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Oberleitung bei euch habt und da keine Elektrolokomotiven fahren lassen wollt. Also, ich würde sagen, von der Baureihe her, wenn man Epoche 6 fährt in Deutschland, geht die schon in Richtung Must-Have rein. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das diese Lokomotive sein soll. Und dafür müssen wir uns, glaube ich, ein ganz bisschen auch die Details mal anschauen. Und das machen wir jetzt mal. Dabei behalten wir jetzt aber immer im Hinterkopf, es handelt sich um ein Modell aus einer Startpackung. Also nicht das Beste, Schönste, Tollste, was MacLean auch zu diesem Zeitpunkt auf die Beine stellen konnte, sondern eine quasi abgespeckte Variante. Dafür sieht das Ganze aber im Grundsatz schon mal, finde ich, doch ansprechend aus. Auch der erste Eindruck, selbst bei den Details, ist wertig, denn wir haben ein komplettes Lokgehäuse aus Metall. Das bezieht sich also hier, wenn wir einmal unsere Pinzette nehmen, auch auf das Dach hier. Das ist wirklich alles komplett Metall. Auch der untere Kasten hier, das ist Metall. Also das ganze Modell wirkt schon beim ersten in die Hand nehmen, hochwertig. Und das ist, denke ich, ja auch die Intention von MacLean bei einer Startpackungslokomotive, wenn es eben nicht die ganz günstigen Startpackungen sind, dass man hier sich als Premium-Hersteller so ein bisschen positionieren will. Da das hier eine gebrauchte Lokomotive ist, habe ich jetzt gleich mal den größten Schwachpunkt gerade schon nach vorne gestellt. Und zwar seht ihr hier, da ist eins dieser beiden Hörner abgebrochen, die da eigentlich hingehören würden. Ansonsten ist die Lokomotive aber soweit vollständig, wie ich erkennen konnte. Was aus meiner Sicht schon schön gemacht ist, wenn man sich die Front der Lokomotive hier anguckt, dann ist das alles, was hier diese ganz kleinen Griffe angeht, das ist tatsächlich auch sehr vorbildnah. Allerdings sind diese Griffe alle aus Plastik. Also bei den höherwertigen Lokomotiven ist das ja immer Metall. Und hier seht ihr, das ist alles Plastik, deswegen wirkt das hier im Licht auch so ein bisschen heller, weil das eben einfach nicht lackiertes Plastik ist. Das ist tatsächlich vielleicht dann nicht perfekt, aber dadurch, dass das Ganze hier schon mal da ist, ist das eigentlich aus meiner Sicht gut gelungen. Auch der Gesamteindruck der Lokomotive wirkt gefällig und auch gar nicht billig oder ähnliches. Ja, und auch hier die Scheibenwischer, die hier nicht angesetzt sind, sondern Teil der Scheibe sind, sind wunderbar fein bedruckt. Der Blick ins Führerhaus ist natürlich in so einem Video immer schwierig, aber ihr seht vielleicht jetzt in diesem Winkel das ein bisschen. Das hat durchaus eine gewisse Detaillierung, die Konsole hier, und wir haben da einen Sessel und da einen Sessel. Das Ganze ist aber komplett eben einfarbig hier und auch nicht in der Höhe oder sowas, sondern wirklich nur bis hier ungefähr in der Tiefe der Lokomotive runter. Was einem allerdings hier an der Front sofort auffällt, wenn man das Ganze mit Fotos vom Original vergleicht, dass bis hier sieht das eigentlich sehr, sehr gut aus und passt sehr, sehr gut auch zu den Originallokomotiven. Und dann fehlt hier was ganz Wichtiges, und zwar gibt es bei den Lokomotiven, die ja eigentlich Regionalzug
Lokomotiven sind. Bei der wirklichen 146.2 hier eine Zugzielanzeige. Die wurde hier komplett weggespart und damit haben wir eigentlich gar keine 146.2 vor uns, sondern wir haben hier die Frachtvariante, zumindest was hier die Front angeht. Denn das ist eins der Hauptunterscheidungsmerkmale. Was hier an der Seite dann auffällt, ist, dass wir zwar eine sehr detaillierte Bedruckung haben, wir haben auch die Räder hier unten mit den Scheibenbremsen nicht nur irgendwie aufgedruckt oder so, sondern wirklich hier auch 3D in der Tiefe. Das ist schon schön gemacht. Die Drehgestelle an sich sind auch gar nicht schlecht. Aber jetzt ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar das hier. Ich habe da auch nichts Vergleichbares jetzt bei Bildern im Original gefunden, was das sein soll. Vielleicht ist es eine verunglückte Variante der Treppe, denn hier müsste eigentlich eine kleine Leiter sein. Die hat, glaube ich, sogar 3 Stufen im Original. Und das Ganze hier ist eigentlich auch durchgehend. So dass man hier die Leiter dann hochgeht als Lokführer, aufschließen kann und gut. Ne? Haben wir hier nicht. Dafür haben wir hier dieses Objekt. Das befindet sich hier drüben auch nochmal. Also ich glaube, das ist so, soll so diese Leiter simulieren. Allerdings ist es halt vollkommen an der falschen Stelle. Da drüber, das sieht schon wieder vorbildgerecht aus. Auch mit dieser kleinen Regenrinne ist das hier. Oder dieser regenabweisenden Rinne. Fenster dazu, dann die Griffstangen, die Türschlösser. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Jetzt wäre natürlich bei einer höherwertigen Lokomotive wahrscheinlich hier diese Griffstangen einfach auch nochmal extra angesetzt. Gut, ist jetzt hier nicht der Fall. Aber der Gesamteindruck an der Seite, der passt bis eben hier auf den Bereich vorne, der wahrscheinlich aufgrund der Drehgestelle einfach jetzt keine zusätzliche Treppe zugelassen hat. Was ich auch schön finde, ist hier oben diese Gitter. Ihr hört's. Die sind nicht nur angedruckt oder so, sondern die sind wirklich in 3D ausgeführt. Und das gilt hier für die gesamte Lokomotive. Die Bedruckung hier an der Seite, die ist auch tatsächlich, soweit ich das jetzt erkennen konnte, vorbildgerecht. Genauso auch hier die 160er als kmh-Angabe und auch Typenangabe im Endeffekt. Und wenn wir uns das Ganze dann von hier anschauen, wie auf der anderen Seite, nur jetzt eben auch mit den kompletten Dachaufbauten, mit Antenne, mit Hörnern, alles da. Also ich finde, das passt. Das sieht soweit gut aus und wäre jetzt noch der Zugzielanzeiger hier vorne da, wäre es noch mal besser. Das Dach ist, wie es halt bei modernen Lokomotiven so ist, sei mal langweilig, denn da ist nicht viel drauf. Aber auch hier, das sind wieder 3D-Gitter, das finde ich richtig gut. Und auch, dass diese kleinen Details hier überall angesetzt sind, finde ich gut. Das hier ist wieder Plastik. Aber für eine Startpartungslokomotive denke ich okay. Die Pantographen sind ohne Funktion, das heißt also, die haben jetzt keine Leitfunktion, beziehungsweise wenn sie was leiten, dann endet das im Nichts im Inneren, können wir auch gleich nochmal sehen. Aber wenn man eine Oberleitung hat, denke ich, macht es einfach Spaß, wenn die gefedert an der Oberleitung eben sich lang bewegen. Sieht soweit gut aus und steht jetzt auch nicht zu krass hoch, sodass man das durchaus auch noch so fahren lassen kann, selbst wenn man keine Oberleitung hat. Man kann die dann hier so festklemmen, dann sind sie beide unten. Und viel mehr Details gibt es ja bei modernen Lokomotiven gar nicht. In Summe, denke ich, ist es für eine Startpackungslokomotive in Ordnung. Es gibt einen, ja, muss man wirklich sagen, Fauxpas, den sich Märklin geleistet hat. Insbesondere, da das ja im Original mit Doppelstockwagen, also quasi als Regionalzug wirklich ausgeliefert wurde, das Set, dann hätte man hier wenigstens, auch wenn nichts angezeigt wird, so eine Zugzielanzeige hier mit reinnehmen können. Das wäre schön. Aber abgesehen davon, denke ich, eine tolle Lokomotive, die man hier zu einem günstigen Preis bekommt. Damit habt ihr die Details gesehen. Ja, also die Lokomotive überzeugt dadurch, dass sie einen relativ günstigen Preis hat, unter dem, was man jetzt auch heute bei günstigeren Herstellern so als quasi Startup-Variante bekommt. Und sie macht einen guten Eindruck, aber ihr fehlt halt der Zugzielanzeiger.
Das stört mich doch ein bisschen, weil das so den Regionaltouch wegnimmt, den sie haben sollte eigentlich, die als hier Lokomotive. Die, sag mal, anderen Dinge wie die Treppe hier oder so, was ich gesagt habe, das finde ich jetzt nicht so problematisch. Aber diese störende Zugzielanzeige, die finde ich schon schade und das wäre jetzt auch kein mega Aufwand gewesen für MacLean, das zu ändern. Gucken wir mal rein, was drinsteckt. Ob denn auch in der Lokomotive so kleine Fehler verbaut sind. Schauen wir mal gemeinsam rein in diese Baureihe 146.2. Was uns dort erwartet. Das Öffnen der Lokomotive geht wirklich herausragend einfach. Und zwar gibt es eine Schraube, die habe ich uns schon rausgedreht. Die befindet sich hier, ganz wichtig. Diese hier nehmen, nicht diese dort. Hier ist für den Lautsprecher Platz. Mit der kleinen Schraube öffnet ihr das Gehäuse. Mit der weiß ich gar nicht, was passiert, da war bei mir gar keine drin. Und dann kann man einfach, wenn man diese eine Schraube rausgenommen hat, das Gehäuse abheben. Das Gehäuse selber ist komplett aus Metall hier, der gesamte Kasten. Wir haben dann hier eine Schraubenhalterung aus Metall. Wir haben hier den kompletten Dachbereich auch aus Metall mit kleinen Schrauben hier versehen. Und hier könnte man sogar an die Führerhausfenster rankommen, wenn man denn zum Beispiel hier einen Fahrer einsetzen möchte oder sowas. Warum ist jetzt hier der Dachbereich komplett abnehmbar? Es handelt sich ja um quasi als Tracks-Lokomotive, um eine Art Einheitslokomotive. Und ich denke mal, dass man hier für die Baureihe 246, das heißt also die Baureihe mit Dieselantrieb, im Endeffekt einfach nur ein anderes graues Dachteil benötigt. Und dann hätte man die Diesellokomotive der Epoche 6 hier. Das ist ganz cool und ich glaube auch ganz gut zu wissen für euch, falls ihr jetzt hier so eine Lokomotive irgendwo günstig erworben habt. Und da ist dann kein Dachgarten mehr drauf, das heißt keine Pantographen, gar nichts, weil vielleicht Kinder damit gespielt haben. Könnt ihr auch alternativ eben hier diesen Bereich komplett austauschen und kommt da auch relativ gut an die Pantographen ran von unten. Genau, also das mal zum Lokkasten. So, was steckt denn da drunter? Und das ist interessant, denn da sind wir schon wirklich in der neuen Generation oder der neueren Generation von MacLean unterwegs. Wir haben also nicht mehr wie bei vielen Lokomotiven bis dahin hier einen Motor über dem Drehgestell, sondern wir haben hier auch in dieser Startpackungslokomotive dann schon einen zentralen Motor, der ist hier drunter, der dann jeweils über eine Kardanwelle hier und hier beide Drehgestelle antreibt. Das heißt, wir haben hier in Summe tatsächlich alle vier Achsen angetrieben. So sieht das Ganze dann von oben aus. Das heißt, hier haben wir den Motor mit der Schwungmasse. Hier nochmal so ein bisschen der Blick auf den Motor. Es handelt sich hier um diesen, wenn man hier seitlich reinguckt, sieht man das auch ein bisschen besser, typischen China-Motor. So würde ich ihn jetzt mal hier einfach mal nennen für uns. Und ihr seht aber auch, wie cool das hier gelöst ist mit den Kardanwellen. Die sind hier wirklich frei schwingend, kann man so sagen, gelagert und gehen dann hier in das Getriebe jeweils rein. Sieht auf den ersten Blick, klar sieht es gebraucht aus, aber es sieht jetzt von der Verarbeitung her, auch von der Verteilung, wie die Kabel hier laufen zum Beispiel, schon wirklich gut aus. Der ganze untere Kasten ist auch aus Metall, also auch da gibt es jetzt irgendwie nichts, was man aussetzen könnte. Und man kann sogar, wie ihr seht, hier die komplette Platine mit vier Schrauben lösen, kommt dann an den Motor darunter dran und der ist tatsächlich hier auch relativ einfach über diesen und diesen Punkt mit der Platine verbunden. Selbst für das Licht gibt es hier gesteckte Anschlüsse. Und zwar gehen diese Flachbandkabel hier und hier rein und gehen dann jeweils an die Platinen hier und auf der anderen Seite, wo wir dann die LEDs haben, kann man jetzt hier so ein bisschen erkennen. 1, 2,
3, das sind die LEDs auf der Platine. Das ist alles relativ einfach austauschbar. Es ist technologisch relativ einfach. Und denke ich damit auch für einen Anfänger ganz gut zu beherrschen. Es sieht aber auch technisch gut aus. Ganz, ganz klar. Also da kann man jetzt nichts weiter sagen. Auch hier diese Flachbandkabel sind eine gute Lösung, wenn man eben die Lichtplatinen zum Beispiel auch irgendwann mal wechseln müsste, was bei LEDs ja eigentlich nie vorkommt. Also sieht auf den ersten Blick alles wirklich richtig, richtig gut aus. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, wo ich denke, das hätte man jetzt nicht so machen müssen, das hier ist, seht ihr das, Klebeband. Also das finde ich jetzt ein bisschen unschön, aber gut. Wie oft schaut man da rein? Also muss man auch sagen, das Ganze macht einen echt hochwertigen Eindruck. Und ihr seht auch den Gesamtaufbau hier unten, der ist eigentlich auch relativ einfach. Wir haben hier eben Platz noch für einen Lautsprecher und haben dann hier das Getriebe in den einzelnen Drehgestellen drin. Anzahl Haftreifen wird auch oft gefragt tatsächlich von euch. Und zwar sind das 2, einer hier, einer da. Hier vorne in dem vorderen Drehgestell, obwohl es angetrieben ist, komischerweise keine Haftreifen. Würde bestimmt der Traktion hier nochmal helfen, wenn man die denn hätte. Ja, und dann haben wir hier noch NEM-Schächte mit einer Kulisse, wie ihr seht, die wirklich viel und großen Einstellungsbereich hat. So viel zum Innenraum. Gibt also nicht viel zu sehen, außer dass hier so ein Standard-Decoder jetzt verbaut wurde von Märklin, also quasi so eine All-in-One-Platine. Das ist natürlich nicht so schön, wie wenn man hier eine Schnittstelle hätte, um das Ganze abzugraden, zum Beispiel auch zu einem Sound-Decoder. Schließen geht genauso einfach wie öffnen. Nur darauf achten, da ja der Lockkasten auf beiden Seiten gleich aussieht. Ihr habt zwar hier eine 1 und 2, die hilft euch aber nicht viel weiter, weil ihr hier keine Beschriftung 1 und 2 an der Seite habt. Das heißt, das Einzige, was euch helfen kann, ist, hier ist die Öffnung für die Schraube, hier ist die Öffnung, wie sie durchgeht. Und deswegen kann ich das Ganze eben so rum da wieder raufsetzen und muss dann lediglich meine Schraube hier einsetzen. Dann merke ich schön, wie das greift. Metall auf Metall, wirklich hervorragend. Solide, moderne Technik. Also im Endeffekt, die Balance, sollte ich es kaufen für den Preis, geht wieder ein bisschen weiter nach oben. Wir springen jetzt mal rüber auf die Anlage und gucken, was die Lokomotive denn da macht. Denn eigentlich ist genau ja das der entscheidende Punkt. Wie fährt sich das Ganze denn auf unseren Schienen? Damit herzlich willkommen hier zum Fahrtest auf der Anlage. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, wir fahren hier einen Kreis mit jeder Lokomotive. Das ist R1 und R2. Wir haben ganz, ganz viele Bogenweichen, die hier überfahren werden. Und hier einen NEM-konformen Bahnsteig, wo die Lokomotive hängen bleiben würde, wenn sie hier aus der Kurve kommt, falls sie eben zu lange Überhänge hat. Da steht sie schon, leuchtet hier. Ja, warm, weiß, gelblich, wie man es von einer Epoche 6 Lokomotive erwarten würde. Ja, kleiner Gag am Rande. Ich glaube, bei Märklin ist man wirklich farbenblind, was die LEDs angeht. Und wir starten jetzt einfach mal. Ich gebe Vollgas hier mit der Mobile Station diesmal und wir schauen, was passiert. So, ich drehe mal wieder runter. Ja,
So lustig sieht das aus bei einer Gebrauchtlokomotive, die hier offensichtlich mit doch ja, größeren Werten im Bereich Beschleunigung und Bremsen eingestellt ist. Deswegen gehen wir jetzt mal mit der kleinen Lok hier aufs Programmiergleis rüber und stellen die Werte richtig ein und dann machen wir den Test nochmal. Da steht sie auf dem Programmiergleis und jetzt haben wir hier unsere Central Station. Da seht ihr, hier ist die Lokomotive auch schon ausgewählt und jetzt geht man hier einfach auf Bearbeiten, Loks bearbeiten, auf das entsprechende Modell und hat dann hier den Namen, Symbol, Tacho. Den könnten wir jetzt tatsächlich mal verändern. Die Lokomotive kann ja 160 km/h schnell fahren. Und jetzt gehen wir hier auf Einrichten und sehen, dass hier diese Werte noch gar nicht ausgelesen wurden. Jetzt geben wir hier einfach mal für uns sinnvolle Werte ein. Also nehmen wir mal hier zum Beispiel die 11. Und nehmen wir nochmal die 11. Gehen hier oben aufs Speichern. Könnten das jetzt natürlich schon direkt testen, aber dafür gehen wir wieder rüber zum Fahren. Und damit herzlich willkommen zu Runde 2. Da steht sie und ich gebe jetzt einfach mal Vollgas und wir gucken, ob das was gebracht hat, was wir gerade gemacht haben. Ja, und so seht ihr, jetzt haben wir doch ganz angenehme Beschleunigungs- und Bremswerte gehabt. Das Fahrverhalten ist, wie ihr seht, vollkommen unaufgeregt. Das fährt also wirklich gut, das Modell. Ich glaube auch, dass die Höchstgeschwindigkeit vom Vorbesitzer noch ein bisschen runtergesetzt wurde. So wirkte es zumindest gerade. Das könnte man noch ausprobieren. Aber auch so fand ich die Geschwindigkeit in Ordnung. Es gibt allerdings ein Geräusch und das finde ich interessant. Das will ich euch nicht vorenthalten. Da weiß ich noch nicht, wo das herkommt. Jetzt habt ihr es gehört, also das scheint so ein leichtes Grummeln, Schleifen zu sein, nur in den niedrigen Fahrstufen erstmal. Ob sich das jetzt mit einer Wartung schon wirklich wieder beheben lässt, das muss ich mal schauen. Aber ansonsten für eine Gebrauchtlokomotive glaube ich auf jeden Fall bei dem günstigen Preis absolut akzeptable Fahreigenschaften. Und seid ihr ähnlich überzeugt wie ich? Also bis auf dieses etwas krude Geräusch, was wir hier haben, finde ich, diese Lokomotive ist schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her richtig gut. Also gefällt mir, muss ich sagen. Für wirklich deutlich unter 100 Euro hier so eine Lokomotive, die auch von den Funktionen das hat, was jetzt so die meisten, sagen wir mal, günstigen Startup-Lokomotiven so mitliefern, kann man aus meiner Sicht jetzt nicht viel mit falsch machen. Die Frage ist halt, ob ihr nicht ein bisschen mehr investieren wollt, entweder in die von mir bereits genannte 37465 oder 36835. Das sind mal zwei Beispiele, die einen MFX-Decoder schon mal haben und die auch Sound mit dabei haben, meiner Meinung nach. Und die bekommt ihr gebraucht ein bisschen teurer. Dann müsst ihr sagen, okay, da lege ich nochmal 50 Euro oben drauf. Dann habe ich die Variante MFX, Sound und, aus meiner Sicht noch wichtiger, mit Zugzielanzeige und hier sinnvoller Treppe an der Seite. Also das wäre durchaus eine Alternative, die man sich überlegen kann. Wenn ihr allerdings für kleines Geld eine schöne Lokomotive sucht, sind diese Startparkungslokomotiven oft eine gute Wahl, weil sie das repräsentieren, was Märklin an einen neuen Modellbahner eben mitgeben will. In diesem Fall natürlich nicht alles, was man kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich so komplett die Blöße gibt und ein richtig schlechtes Modell in eine Startpackung reinpackt, ist eher gering. Denn Startpackung
Das sind Neukunden. Und ein Neukunde, der soll den Markenkern mitbekommen und den bekommt er hier mit. Und der Markenkern bei McLean ist ja Premium-Modellbahn. Das ist ja das, was so ein bisschen rüberkommen soll. Kommt durch die Preise ganz einfach. Also auch 2012 hat dieses Set schon 300 Euro gekostet. Aber man soll ja auch so ein bisschen was in der Hand haben dafür. Und das ist das, was diese Lokomotive aus meiner Sicht eben hervorhebt, auch gegenüber Mitbewerbern, die günstig zum Beispiel so eine 146.2 neu anbieten heute. Und zwar sind das hier diese angesetzten Details. Also ihr könnt ja mal gucken, es gibt von Pico zum Beispiel auch relativ günstig eine 146.2. Die hat dann zwar eine Zugzielanzeige, sie hat aber zum Beispiel die Griffstangen vorne nicht. Beziehungsweise die Griffstangen nicht so detailliert ausgebildet. Und da muss man so ja, für sich selbst überlegen und sagen, was ist mir jetzt wichtig. Ich hoffe, ihr habt jetzt heute alles mitgenommen, was euch bei der Lokomotive hier helfen kann in der Entscheidung, ob das das Modell eurer Wahl dann sein würde. Mir hat es Spaß gemacht tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so viel Spaß daran habe, diese vollkommen verworrene Firmengeschichte ein bisschen ja, mal zu durchsteuern und zu schauen, wer gehört eigentlich zu wem und wie kann es sein, dass im Netz dann steht, dass diese Lokomotive ja von Adtrans kommt, die Bahn, die aber bei Bombardier zum Beispiel bestellt hat. Wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, sitzt man da und denkt, wie kann ich denn die Lokomotive von dem Hersteller da bestellen? Ja, also da stecken so ein paar Dinge drin, wo man sagt, das ist tatsächlich schwieriger zu durchsteigen als eine Beschreibung einer Lokomotive von vor 90 Jahren. Interessant. Insofern wird es definitiv nicht die letzte Elektrolokomotive hier gewesen sein. Ich habe leider keine passenden Wagen dafür und deswegen wird die bei mir jetzt ein bisschen Güterwagen durch die Gegend ziehen müssen. Aber da ist ja ein, wo haben wir es stehen? Es ist ja eine Transnational Railway Application with Extreme Flexibility. Und deswegen Transnational ab nach Fredhaun und Extreme Flexibility. Dann darf die mal zeigen, was die auch mit Güterwagen bei mir kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Ciao.